Hallo, guten Abend, ich bin Günter Sönken von Attac. Ich begrüße euch sehr herzlich, freue mich, dass ihr alle da seid. Und wir haben euch als Attac eingeladen zu einem Kabarettabend. Das hat damit zu tun, dass wir einen der heißesten Spätsommer aller Zeiten haben. Es ist die Zeit der Demonstrationen, man könnte die Daten jetzt durchgehen. 1. September, 2. September, 3. September, 4. September. Und dann kommt am 17. die große Anti-CETA- und TTIP-Demo, die ganz, 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 ganz wichtig ist, denn es spielen sich im Moment ungeheuerliche Sachen ab. Ungeheuerliche Sachen, die zum Beispiel daran bestehen, dass man CETA einfach vorläufig in Kraft setzen will, weil man sie nicht durch die Parlamente bekommen wird. Und da gibt es ein schönes Video von Attac, das man auf der Attac-Website sowohl Berlin als Deutschland sehen kann. Das ist so, als wenn zwei Leute heiraten wollten, oder vielmehr nicht wollten, aber sie werden gezwungen, zum Standesamt zu gehen und werden da ohne ihre Zustimmung verheiratet. Dieses Video müsst ihr euch angucken und anschließend sagt er zum Standesbeamte: Ihr habt zwar nicht selbst Ja gesagt, aber das macht gar nichts, denn diese Ehe ist vorläufig in Kraft gesetzt. Vorläufig in Kraft gesetzt kann übrigens heißen bis zu eurem Lebensende. Leute, das ist hart. Dies spielt sich wirklich in der Realität ab. Und unser fantastischer Wirtschaftsminister, der eigentlich längst wegen der Rewe-Affäre zurücktreten müsste, der erlaubt sich eine Ungeheuerlichkeit nach der anderen. Und eine ist zum Beispiel, dass er jetzt die Autobahnen privatisieren will. Leute, es lohnt sich, in diesem Monat hellwach zu sein. Ich habe jetzt aber schon genug gesagt, Politik findet jetzt im Moment auf der Kabarettbühne statt und deshalb freuen wir uns, dass Janne Zahn da ist. Janne Zahn hat in Rheinsberg die wirklich real existierende Musikbrennerei. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz besonderen Höhepunkt am Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, der am 3. Oktober ist. Am 2. Oktober gibt es nämlich die Nacht der deutschen Gemeinheiten. Wir sagen da weiter nichts dazu. Das ist Kabarett. Und Kabarett, das wissen wir inzwischen, seitdem es die Anstalt gibt, ist eigentlich das beste politische Magazin, das wir in Deutschland, sei es auf den Bühnen, sei es in den Talkshows überhaupt haben. Ja, kleiner Begrüßungsapplaus für Janne Zahn. Ja, ich würde euch ja gerne einen guten Abend wünschen, aber ich muss euch leider erstmal eine betrübliche Mitteilung machen. Ihr wurdet soeben herabgestuft. Oh no. Dieser Applaus war nicht AAA. Das war höchstens Simple A. Nein, eigentlich war es Bay. Ja, ich bin unter die Ratingagenturen gegangen und mangels Vermögensmassen ranke ich eben mein Publikum. Und zwar mit Hilfe dieser wunderbaren App hier mit dem schönen Namen Descartes. Ja, nach dem bekannten Philosophen und seinem noch bekannteren Motto: Ich ranke, also bin ich. Und Sie werden gerankt, also sind Sie. Ist das nicht schön? Ja, Sie können natürlich auch glauben, dass Sie auch ohne mein Ranking existieren könnten. Als Menschen. Falsch. Sie sind keine Menschen, Sie sind Publikum. Und Publikum ist für uns Kabarettisten ein notwendiges Übel. Ja, wir würden ja viel lieber als Lehrer dastehen und Ihnen erzählen, wie schlecht die Welt ist. Sie glauben vielleicht, wir wollten nur Spaß machen und Sie zum Lachen bringen. Nein, das ist falsch. Wir wollen Sie zum Denken bringen. Aber Denken ist schmerzhaft. Und deswegen bekommen Sie ab und zu ein Zuckerl in Form eines Gags. Eigentlich hassen wir Kabarettisten Gags. Eigentlich, wie gesagt, wollten wir Lehrer sein und den Menschen erzählen, wie schlecht die Welt ist, aber dann würden sie nicht kommen. Weil Schule, denken sie, haben sie schon gehabt. Falsch. Die Schule dauert das ganze Leben an. Und wenn sie nicht funktionieren, bekommen sie schlechte Noten. Also wir können das natürlich nochmal versuchen.
Ich kann Sie wieder aufwerten, wenn Sie denn geneigt wären, nochmal einen anständigen Applaus zu geben. Wie wär's? Ja, also, das war Double A. Ja, also für Triple A müssten sich alle noch ein bisschen mehr anstrengen. Gut, Sie können natürlich, wenn Sie mit meinem Ranking nicht einverstanden sein sollten, selbst eine Ratingagentur aufmachen und dann mich ranken im Gegenzug. Aber ich warne Sie, falls Sie mich dann herabstufen, schlägt das auf Sie zurück. Schließlich haben Sie mich gekauft. Ja gut, gekauft ist übertrieben. Sagen wir mal so, Sie haben eine Option auf mich für heute Abend. Aber wenn Sie mich dann herabstufen, machen Sie ein schlechtes Geschäft dabei. Tja, so ist das mit den Ratingagenturen. Die müssen völlig unabhängig sein von den Geschäften ihrer Kunden. Also theoretisch. In der Praxis hat die US-Börsenaufsicht den Ratingagenturen bescheinigt, sie täten zu wenig, um ihre finanzielle Integrität zu schützen. Mit anderen Worten, Sie oder Ihre Mitarbeiter spekulieren eifrig mit. Und was die Börsenaufsicht nicht sagt, was aber noch viel wichtiger ist, die Ratingagenturen gehören den Konzernen und Banken, die sie ranken sollen. Ja, da hilft dann nur noch so ein kleiner optischer Trick. Man schafft sich ein alter Ego, das dann die Geschäfte macht, während man selbst völlig neutral rankt und ratet. Also habe auch ich mir ein alter Ego angeschafft. Sozusagen das Nee zum Ja, das dann in dialektischer Vereinigung meinen Namen bildet. Ja, Nee. Ich darf Ihnen vorstellen, extra für Sie, aus Friedrichshain eingeflogen, mein alter Ego. Also, Frau Zahn, ja, nun mal langsam mit die jungen Pferde. Das sieht doch wohl ein Blinder mit einem Krückstock, dass ich kein Alter bin. Ich habe ja nicht mal ihn. Ja, Entschuldigung, das hätte ich vorher kommunizieren müssen. Alter Ego, das hat nichts mit dem deutschen Wort Alter zu tun. Das ist lateinisch und heißt ein anderes Ich. Lateinisch, wa? Sind wir heute wieder gebildet, wa? Naja, ich darf mir erst mal vorstellen. Ja, ich bin Rosa und ich arbeite im Untergrund. Also beruflich. Ich bin, wie man so sagt, nämlich Klofrau. Aber ich bin als Klofrau was Besonderes. Ich bin nämlich Klofrau im Reichstag. Und ich hatte auch in der Volkskammer schon die Toiletten unter mir. Also Sie sehen, ich kenne mich aus mit Politik. Ja, zu mir kommen sie ja alle, nicht? Die Abgeordneten, die Lobbyisten, die Staatssekretäre, die Minister. Nur die Merkel nicht, weil die kommt ja nie zu Potte. Aber sonst alles. Männlein, Weiblein, halbe, halbe, rechte, linke, halbe, halbe. Ob sie schwarz sind, ob sie rot sind, ob sie grün sind, ob sie gelb sind, ob sie blau sind oder ob sie koksen. Und alle machen sie denselben Scheiß. Ja, wie unser alter Bundeskanzler mal so schön gesagt hat, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja, und das landet denn bei mir. Also Sie sehen, mir kann man nicht bescheißen, ich kenne mir aus. Und wenn die Frau Zahn nachher irgendwelchen Blödsinn redet, ja, dann komme ich und stelle das wieder gerade. Also nicht, dass ich mir aufspielen wollte als Kabarettistin, ne? Ich habe meinen Traumberuf ja schon gefunden. Und dazu will ich Ihnen jetzt noch mal ein kleines Liedchen vorsingen. Das Lied von meinem Traumberuf. Als kleines Mädchen schon wollte ich nur eines werden. Es schien das Höchste mir im Himmel und auf Erde. Man nennt es Klofrau, doch ich bin des Untergrundes Herrscherin. In meinem Ex-Staat durfte man ja oft nichts sagen. Da hat es manchen in den Untergrund verschlagen. Doch kriegt man dafür keinen Lohn. Drum machte ich's zur Profession. Den Drang zu essen kannst du unterdrücken. Und auch der Sextrieb kann nicht immer uns beglücken. Doch wenn du musst, beißt keinen Faden ab die Maus. Es muss heraus, es muss heraus. Drum, wo du
gehst und fährst und sitzt und stehst und wandelst, brauchst du ein Klo. Denn wenn die Umwelt du verschandelst, so wie ein Hund bist du ne Sau. Drum ehre die Toilettenfrau. Willst dein Bedürfnis du hygienisch sauber stillen, dann sei ihr freundlich stets und dankbar hoch zu willen. Denn wenn sie nicht am Örtchen wacht, dann heißt es Sauberkeit Jud Nacht. Minister kommen und Minister gehen und Sojastaaten bleiben manchmal nicht bestehen. Doch eine bleibt, du weißt genau, und das ist die Toilettenfrau. Nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber ich bin hier, um Sie zu befreien. Sie leiden nämlich seit Jahrzehnten unter der heimtückischsten Unterdrückungsmaschinerie, die ich mir vorstellen kann, dem Fernsehen. Und davon habe ich Sie zumindest heute Abend mal befreit. Sie sind umgeben von geistigen Massenvernichtungswaffen. Sex and Crime überall. Sie werden gequält von Quiz-Sendungen, gejaucht auf allen Kanälen, gefoltert von unsäglichen Gesangsdarbietungen selbsternannter Superstars, verbohlt, verklumpt und verböhmermannt, totgelabert von Talkshows, zugemüllt von Werbeschrott, eingeschläfert von identischen Worthülsen geklonter Politiker und Kommentatoren. Kurz, Sie sind voll dabei, zu debilen Teletubbies zu mutieren. Und das ist so gewollt. Denn wir brauchen Sie nicht als denkende Menschen. Was wir brauchen, sind willenlose Konsumenten. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Ehrung. Der Josef Ackermann-Preis der Deutschen Bank für innovative Politik geht heute an Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Frau Merkel erhält diese Auszeichnung für ihre Erfindung der marktkonformen Demokratie. Und sie hat ja nicht nur den Begriff erfunden, sie hat auch dafür gesorgt, dass diese Politikform sich inzwischen durchgesetzt hat. Und noch weiter durchsetzen wird, dank CETA und TTIP. Keine lästigen Debatten mehr im Bundestag. Kein mühsames Überzeugen jedes einzelnen Abgeordneten durch Lobbyisten. Nein, der Markt diktiert die Gesetze direkt in den Stenogrammblock des Bundestags. Ja, ganz haben sich die Politiker noch nicht überflüssig gemacht. Sie dürfen weiterhin Wahlkampf führen. Zur Erheiterung des Publikums. Sie dürfen auch ab und zu mal ein neues Gebäude eröffnen. Wir können ja nicht alles so lange verzögern wie den Berliner Flughafen. Und Sie dürfen sogar, wenn Sie es unbedingt wollen, abstimmen. Aber Sie wissen nicht mehr, worüber. Denn das Lesen von tausenden Seiten Kleingedruckten, das können sich die Abgeordneten wirklich schenken. Der Fraktionsvorsitzende erzählt Ihnen sowieso, wie Sie abzustimmen haben. Nicht wahr, Herr Gabriel? Das also haben wir erreicht, dank Frau Dr. Merkel. Aber die Zeit bleibt ja nicht stehen. Neue Herausforderungen erwarten uns. Der marktkonforme Mensch ist jetzt unser Ziel. Und auch da sind wir schon ein ganzes Stück weiter gekommen. In der Wirtschaft spricht man ja gar nicht mehr von Menschen, nur noch von Kostenfaktoren. Alle menschlichen Begleiterscheinungen wie Krankheiten, Ausbildungen, Alterserscheinungen, Schwangerschaften haben wir outgesourced und der Gesellschaft überlassen. Aber das ist teuer. Und deshalb sind wir für Prävention. Bis jetzt konnten ja Smartphones, Apple Watch oder Google Brille nur äußere Daten des Kostenfaktors liefern, der sie benutzt. Unsere Neuentwicklung, der Inlay-Chip, wird zum ersten Mal Insider-Daten liefern aus dem Kostenfaktor selbst. Der Inlay-Chip wird im Kostenfaktor bei Geburt eingepflanzt und liefert dann kontinuierlich Daten über Puls, Blutdruck, Blutwerte
Alterserscheinungen, Hormonspiegel und Krankheitsbilder. Die Geißeln der Menschheit werden abgeschafft. Krebs, AIDS, Parkinson, ADL, all diese Krankheiten wird es nicht mehr geben. Denn sobald der Inlay-Chip dieses Krankheitsbild oder eines von diesen Krankheitsbildern im Kostenfaktor erkennt, wird der Kostenfaktor sofort abgeschaltet. Keine langwierigen, doch meistens vergeblichen Behandlungen mehr. Ja, nicht einmal das Erschrecken darüber, krank zu sein. Der Kostenfaktor wird abgeschaltet in dem glücklichen Bewusstsein, voll funktionsfähig zu sein. Das ist wahre Humanität. Und der Kostenfaktor wird der Gesellschaft auch nicht mehr jahrelang durch Rente auf der Tasche liegen. Ja, natürlich können Sie, je nach Ihrer Leistung für die Deutschland AG, Ihre Lebenszeit bis über die Verrentung hinaus verlängern. Aber wer vor der Rente schon nichts geleistet hat, der braucht auch keine Rentenzeiten mehr. Er würde sowieso nur in Altersarmut dahin vegetieren. Auch hier haben wir der Humanität neue Dimensionen erschlossen. Denn merke, nur der marktkonforme Kostenfaktor ist ein Gewinnfaktor. Gab es früher eine Stelle, zählten Qualifikation, Lebensläufe ohne Delle, Wissen und Reputation. Das ist alles nicht mehr wichtig, denn was immer war davor, du musst schuften, aber tüchtig, du bist ein Kostenfaktor. Und darum bitte, bitte, lieber Arbeitgeber, lass mich dein Kostenfaktor sein. Ach bitte, bitte stell mich ein. Ich bin flexibel und beweglich, quäle mich für dich tagtäglich, setz mich voll für dich ein. Lass mich dein Kostenfaktor sein. Lass mich dein Kostenfaktor sein. Wir waren früher Krankenschwester, Dreher, Köchin, Ingenieur, Ärztin, Lehrer, Schweinemester, Mechatroniker, Chauffeur. Das ist alles nicht mehr wichtig, singt der Arbeitgeberchor. Du musst schuften, aber tüchtig, du bist ein Kostenfaktor. Und darum bitte, bitte, lieber Arbeitgeber, lass mich dein Kostenfaktor sein. Ach bitte, bitte, stell mich ein, ich bin flexibel. Und beweglich, quäle mich für dich tagtäglich, setz mich voll für dich ein. Lass mich dein Kostenfaktor sein, lass mich dein Kostenfaktor sein. Du musst erst einmal vergessen, was du kannst und wer du bist, denn das wäre schon vermessen, wenn du deinen Platz vergisst. Du bist nämlich hier kein Mensch mehr, du bist nicht einmal Dekor, man behandelt dich nicht unfair, du bist ein Kostenfaktor. Und darum bitte, bitte, lieber Arbeitgeber, lass mich dein Kostenfaktor sein. Ach bitte, bitte, stell mich ein, ich bin flexibel und beweglich, quäle mich für dich tagtäglich, setz mich voll für dich ein. Lass mich dein Kostenfaktor sein, lass mich dein Kostenfaktor sein, lass mich dein Kostenfaktor sein. Fühlen Sie sich sicher? Sind Sie sicher, dass Sie sich sicher fühlen? Nein. Sind Sie sicher, dass Ihr Sitznachbar nicht als nächstes ein terroristisches Attentat plant? Ja, Sie wissen ja, jeder ist verdächtig. Wer sagt mir denn, dass Sie hinter Ihrem freundlichen Lächeln nicht finsterste Pläne schmieden, den nächsten U-Bahn-Tunnel in die Luft zu jagen? Haben Sie ein Alibi? Ja, das können Sie aber kriegen. Bei eBay ist die Alibi-Börse schon groß im Schwange. Aber natürlich dürfen Sie sich nicht mit Ihrer echten Mailadresse anmelden. Sie wissen ja, damit der Staat jederzeit erkennt, wann, wer, wo ein Attentat plant, werden wir alle überwacht. Erfassen und speichern aller Telefonate, SMS, E-Mails und Internetzugriffe. Unsere Handys sind Sender, die ein lückenloses Bewegungsprofil liefern.
In unseren Ausweisen ist ein Chip, der unbemerkt von uns jederzeit eingelesen werden kann, wenn Sie irgendwelche neuralgischen Punkte besuchen. Wenn Sie das verhindern wollen, können Sie Ihren Ausweis ein paar Minuten in die Mikrowelle legen. Der Ausweis ist dann noch gültig, der Chip aber hin. Ja, so ein bisschen Freiheit lässt uns die moderne Technik schon noch zwischen Handymast und Mikrowelle. Aber sonst, der gläserne Mensch ist Wirklichkeit. Ja, 1984, was der Orwell sich da ausgedacht hat, ist doch Kinderkram. Die Stasi, völlig unprofessionell. Die haben mit IS gearbeitet, vorsintflutlich, um nicht zu sagen analog. Wozu brauchen wir IMs? Wir haben Facebook. Facebook kennt alle ihre Freunde. Google weiß alles, was sie jemals wissen wollten. Und Amazon weiß schon vor ihnen, was sie als nächstes kaufen wollen. Und schickt es ihnen demnächst ohne Bestellung am gleichen Tag zu. Und was die wissen, das wissen natürlich auch die Geheimdienste. Ja gut, Sie können jetzt meinen, ich leide an Verfolgungswahn. Aber ich sage Ihnen eines, selbst wenn ich paranoid bin, heißt das noch lange nicht, dass Sie nicht hinter uns her sind. Hinter ihnen steht einer, drehen sie sich nicht um. Hinter ihnen horcht einer, hinter ihnen filmt einer, bleiben sie lieber stumm. Jeder Bürger ist erstmal Terrorist, darum wird er observiert und wenn nötig abserviert, haben wir ihn erlebt, sprechen wir bewegt. Es ist ja sonnenklar, dieser Mensch war eine Po, eine Po, eine Po, 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 eine Potenz, eine Potenz. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Sie dürfen reden, wenn Sie gefragt sind, aber Sie haben Glück. Ich frage Sie jetzt. Wir spielen nämlich jetzt unser beliebtes Rechtsstaatsquiz. Dieses Rechtsstaatsquiz wird Ihnen präsentiert von Ihrer familienfreundlichen Rechtsschutzversicherung. MAFIA. Man fürchtet Ihre Argumente. Unsere heutige Frage lautet: Das oberste Legislativorgan welchen bekannten Rechtsstaates hat folgende Statistik aufzuweisen? 53% seiner Mitglieder sind Millionäre, 20% sind weiblich und 7% hatten schon mal ein Verfahren wegen Betrugs am Halse. Um welchen bekannten Rechtsstaat handelt es sich hier? Hä? Hat jemand von Ihnen die Frage verstanden? Ja, sonst hätte ich den Publikumsjoker genommen. Also tut mir leid, das Rechtsstaatsquiz verläuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt keinen Publikumsjoker, aber ich kann ja noch einen Tipp geben. Dieser bekannte Rechtsstaat hat seit dem Ende des vorläufig letzten Weltkrieges etwa 40 andere Staaten militärisch angegriffen und teilweise auch besetzt. Sie wären doch nicht die Sowjetunion, meine Russland meinen? Nein, das ist falsch. Was haben wir noch für Schurkenstaaten? Nordkorea? Australien. Welcher Staat soll denn Nordkorea überfallen haben? Nein, ich kann Ihnen aber gerne noch einen Tipp geben. Dieser bekannte Rechtsstaat finanziert eingestandenermaßen ausländische Terrorgruppen und setzt sie auch nach Bedarf ein. Sachsen. Das sind die Saudis. Nein, Saudi-Arabien ist leider auch falsch. Aber noch einen Tipp.
Dieser bekannte Rechtsstaat setzt andere Staaten unter Druck, die ihre Wirtschaft schützen wollen, verfügt selbst aber über nicht unbeträchtliche Einfuhrhindernisse und Schutzmaßnahmen der eigenen Wirtschaft. Ja, das ist die EU! Moment mal, Moment. Regie, ist die EU schon ein Staat? Habe ich da was Nein? Gut, dann ist die Antwort falsch. Ich kann Ihnen aber noch einen Tipp geben. Dieser bekannte Rechtsstaat hat mehr Menschen hinter Gitter gebracht als jeder andere Staat der Welt. China! Nein, tut mir leid, China ist auch falsch. Da kann ich denn wenigstens den Telefonjoker kriegen. Tut mir leid, die Telefone werden von diesem Rechtsstaat abgehört. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Dieser bekannte Rechtsstaat verfügt über alle Massenvernichtungswaffen und hat sie auch als erster und bisher einziger eingesetzt. Jetzt müssen Sie es aber wissen. Na klar weiß ich's. Aber ich sage das nicht. Ich will nämlich nicht anti-amerikanisch sein. Ich gratuliere! Die Kandidatin hat 100 Punkte und erhält unser exquisites, echt Teakholz-furniertes Brett vor den Kopf. Bravo! Übrigens, entgegen anderslautender Gerüchte ist ja Amerika kein Staat, sondern ein Kontinent. Mit etwa 20 Staaten und 700 Millionen Einwohnern. In den Vereinigten Staaten von Amerika leben davon etwa 20%. Von denen dürfen nur 50% überhaupt wählen, sind wahlberechtigt. Und von denen wählen immer nur so etwa 50%. Und von denen wählen immer etwa 50% die regierende Partei oder den Präsidenten. Das sind 3,5% der gesamten amerikanischen Bevölkerung. Ganz zu schweigen von den 1%, die über die Hälfte des Reichtums besitzen. Und wer gegen die ist, soll anti-amerikanisch sein? Es zieht sich eine Blutspur über die Welt. Die legt die US Army im Auftrag fürs große Geld. Korea, Iran, Guatemala, Kambodscha, das Vietnam, Panama und Grenada, Irak, Afghanistan. Doch wer die Mörder anklagt, soll antiamerikanisch sein. Zu diesem Vorwurf sage ich laut und deutlich nein. Ich liebe Amerika, das Land, das einmal den Roten gehört. Ich liebe Amerika, bevor es der weiße Mann zerstört. Ich liebe Amerika, das Land von Sitting Bull und Luther King, von Allende und von Che und nicht das ihrer Mörder. Es zieht sich eine Blutspur über die Welt, verdeckte Operationen von der CIA bestellt. Sabotageattentate auf Kuba, Pinochet-Regime, Bin Ladens Terrorbanden, der Handel mit Heroin. Doch wer die Mörder anklagt, soll antiamerikanisch sein. Zu diesem Vorwurf sage ich laut und deutlich nein. Ich liebe Amerika, das Land, das einmal den Roten gehört. Ich liebe Amerika, bevor es der weiße Mann zerstört. Ich liebe Amerika, das Land von Sitting Bull und Luther King, von Allende und von Che und nicht das ihrer Mörder. Es zieht sich eine Blutspur durch dieses Land und viele Mörder bleiben bis heute unerkannt. Sklaverei und Landraub, das Blutbad verleumdet nie. Die Ku Klux Klan Massaker, der Mord an Kennedy. Doch wer die Mörder anklagt, soll antiamerikanisch sein. Zu diesem Vorwurf sage ich laut und deutlich nein. Ich liebe Amerika, das Land, das einmal den Roten gehörte. Ich liebe Amerika, bevor es der
weiße Mann zerstört. Ich liebe Amerika, das Land von Sitting Bull und Luther King, von Allende und von Che, und nicht das ihrer Mörder. So, bis jetzt war das ganze Jahr ziemlich trocken. Jetzt wird's flüssiger. Bier oder Whisky? Das ist hier die Frage. Ich nehme Whisky. Denn die Raumzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Raumzeit ist weniger schaumiges Quantenbier und mehr glatter Einsteinscher Whisky. Haben Sie das verstanden? Nein. Ja, ich auch nicht. Aber das macht nichts. Ich verstehe vieles nicht. Dafür bin ich sehr entscheidungsfreudig. Ich habe jetzt entschieden, dass ich in Zukunft jede Nachricht in diese beiden Kategorien teilen werde. Schaumiges Quantenbier oder glatter Einsteinscher Whisky. Sozusagen eine kategorische Entscheidung. Im Unterschied zum kategorischen Imperativ von Kant. Ja, Kant musste sich noch überlegen, wie man handelt. Heutzutage wird gehandelt, aber nur an der Börse. Ansonsten wird unterhalten. Und da gibt es nur zwei Kategorien, witzig oder nicht witzig. Meine Kategorien sind postmodern. Schaumiges Quantenbier oder glatter Einsteinscher Whisky. Da machen Nachrichten wieder Spaß. Und man kann sich was drunter vorstellen. Unter einem europäischen Finanzstabilitätsmechanismus kann ich mir nichts vorstellen. Der läuft bei mir übrigens auch unter schaumigem Quantenbier. Prost. Glatter Einsteinscher Whisky dagegen ist die Meldung, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins bei 0,0% belässt. Es ist klar, was das heißt. Die Sparer können ihr Geld auch gleich unter die Matratze stecken. Und Versicherungsfonds und Rentenfonds müssen, um überhaupt noch Rendite zu erzielen, vermehrt Aktien kaufen. Das wiederum treibt den DAX in die Höhe und sieht aus wie eine wirtschaftliche Erholung. Allerdings vor der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise hatte der DAX ja auch ziemlich hohe Höhen erreicht. Wir können also mit Sicherheit davon ausgehen, dass die nächste Wirtschaftskrise bald bevorsteht. Darauf einen glatten Einsteinschen Whisky. Prost. Schaumiges Quantenbier dagegen läuft mir über die Galle, wenn ich Sigmar Gabriel höre. Dieser fleischgewordene Waschlappen, der nicht mal eine Einzelhandelsfusion unfallfrei über die Bühne bringt, dem sollte mal jemand stecken, dass es außer deutschen Autokonzernen auch noch anderes auf der Welt gibt. Denn nur die profitieren von CETA und TTIP. Und was ist das? Die Türkei soll jetzt entscheiden, welche Flüchtlinge nach Europa dürfen und welche nicht. Hä? Die Türkei? Selber Kriegspartei in Syrien und selber Flüchtlingslieferant? Soll jetzt den Türsteher machen für Europa? Also da brauche ich mal dringend einen glatten Einsteinschen Whisky. Danke. Und Europa braucht dringend jemand, der die Flüchtlinge zurücknimmt. Nicht? Denn jetzt steht ja nicht nur wie sonst immer der Russe vor der Tür, sondern hunderttausende Flüchtlinge, beziehungsweise sind schon drin, weil ja Frau Merkel eine Lawine losgetreten hat, wie Herr Schäuble sagte. Der Herr Schäuble verglich die Flüchtlinge mit einer Lawine, die ja bekanntlich ganze Dörfer verheert und von einem unvorsichtigen Skifahrer am Hang ausgelöst wird. Wie Herr Schäuble sagte, ja, damit konnte er ja nur Frau Merkel gemeint haben. Es ist bekannt, wie unvorsichtig die Frau Langlauf macht. Aber das ist jetzt weder schaumiges Quantenbier noch glatter Einsteinscher Whisky, sondern nur Lyrik.
Und Lyrik ist etwas, was Herr Juncker nicht mehr hören will. Keine Lyrik, keine Rhetorik, sagte Herr Juncker vor dem EU-Parlament. Wir brauchen Taten statt Worte. Wir sprechen nicht von Zahlen, sondern von Menschen. Ja, Herr Juncker, Zahlen würden auch keine Probleme machen beim Grenzübertritt. Luxemburg ist das reinste Flüchtlingsparadies für Steuerflüchtlinge. Aber Herr Juncker sagte in seiner Rede auch, es fehlt an Europa in dieser Europäischen Union und es fehlt an Union in dieser Europäischen Union. Es fehlt also an allem. Besonders an irgendeiner Strategie. Grenzen auf, Grenzen zu, Züge stoppen, Züge weiterleiten, Zäune bauen. Nichts wird wirklich helfen. Das sind zwar Taten, aber sie bewirken keine Änderung. Da müsste man nämlich erst mal dran gehen, die Flüchtlingsursachen zu bekämpfen und nicht die Flüchtlinge. Aber nichts als schaumiges Quantenbier schwurbelt aus den Mündern unserer Politiker. Übrigens nicht nur aus den Mündern, übrigens auch aus den Mündern derer, die kategorisch ablehnen, Flüchtlinge aufzunehmen. Grenzen dicht machen, aber nicht schießen. Ja, das ist Quatsch. Wer keine Leiche an der Grenze haben will, der muss die Grenzen öffnen. Wer keine Schleuserbanden will, der muss legale Einreisemöglichkeiten schaffen. Und wer keine Flüchtlinge will, der muss sich auf den Mond schießen lassen. Oder in sonst eine unwirkliche Gegend. Also ich würde das Frauke Petri ja gerne persönlich empfehlen. Die übrige Welt hat mitgekriegt, dass man in Europa und speziell in Deutschland noch ganz gut und sicher leben kann. Das ist der Fluch der modernen Kommunikation. Um das zu ändern, müsste man schon sämtliche Internetsatelliten und Handymasten beseitigen. Ja, das fordert nicht mal die AfD, weil das wäre unpopulär. Und die unpopulären Forderungen überlässt die AfD lieber den etablierten Parteien. Die könnten ja jetzt eigentlich auch mal was Vernünftiges machen, nachdem sie endlich Maut und Betreuungsgeld zu den Akten gelegt haben, diese totgeborenen Kinder, die uns Jahrzehnte an Diskussionen gekostet haben und wunderbar abgelenkt haben von den wirklichen Problemen, vor denen wir stehen, beziehungsweise auf die wir zufahren, mit Volldampf und ohne Navigation. Aber auch auf der Titanic gab es ja genügend Bier und Whisky und sogar Blasmusik. Der Titanic spielt die Blasmusik und Frau Merkel dirigiert. Sie gibt den Takt an in der Politik, der Eisberg wird ignoriert. Volle Kraft voraus zur Kollision, Hauptsache Stimmung auf den Oberdecks. Die Reichen retten wir dann schon, mit den Armen stopfen wir die Lecks. Auf der Titanic spielt die Blasmusik und Frau Merkel dirigiert. Sie gibt den Takt an in der Politik, der Eisberg wird ignoriert. Wer braucht Voraussicht oder Navigation, wenn Mutti freundlich von Plakaten schaut? Der Klimawandel hilft uns schon. Wir warten einfach, bis der Eisberg taut. Auf der Titanic spielt die Blasmusik und Frau Merkel dirigiert. Sie gibt den Takt an in der Politik. Der Eisberg wird ignoriert. Wenn die Kommunen demnächst pleite gehen, die Schuldenbremse greift bestimmt, dann darf das Volk halt in die Röhre sehen, solange für Banken der Profit nur stimmt. Auf der Titanic spielt die Blasmusik und Frau Merkel dirigiert. Sie gibt den Takt an in der Politik, der Eisberg wird ignoriert. Wer zahlt bestimmt, was die Kapelle spielt? Der Tango wird kriminell.
Bounty empfiehlt. Wer meutert, wird zum Rebell. Also jetzt sag ich aber auch mal was, ja? Jetzt sage ich, Demokratie ist scheiße, sage ich. Also Moment mal, Frau Rosa, ja, wir wollen ja nicht mit Fäkalien um uns werfen. Und außerdem, Demokratie, das heißt Volksherrschaft übersetzt. Das ist doch nicht scheiße. Volksherrschaft? Dann haben wir keine Demokratie. Also im Bundestag ist jedenfalls kein Volk nicht. Nur Lehrer und Juristen. Und die herrschen auch nicht, die werden geherrscht. Von den Lobbyisten. Ja, ich weiß, die Lobbyisten haben abgenommen in letzter Zeit. Ja, also nicht, ja, sind nicht schlanker geworden oder so. Sie sind weniger geworden im Bundestag. Ja, weil die haben nämlich jetzt eine neue Hausordnung eingeführt. Früher konnten die Fraktionen einfach so einen Ausweis ausgeben. Jeder konnte darin. Und jetzt müssen die Fraktionen das anmelden. Und nun kommen nicht mehr drei Lobbyisten auf einen Abgeordneten, sondern nur noch einer. Ja, das war früher ein Gedränge im Klo, können Sie mir loben. Aber ich meine, ein Lobbyist, der vertritt ja mehrere Lobbys, das gleicht sich wieder aus. Hm? Ja, aber die Abgeordneten, die werden doch frei gewählt, das ist doch gut. Ja, die Wahl der Qual ist frei. Also ich habe immer lange überlegt, wen ich wählen soll, ja. Ich kenne die Typen einfach so gut. Ich meine, beruflich gesehen sind das alles für mich Arschlöcher. Na gut, es gibt auch Nette darunter, ja. Ja, gibt's auch. Aber ich kann die ja nicht persönlich wählen. Ne? Ich muss ja eine Partei wählen. Und die bestimmt dann, welche Arschlöcher da hinkommen. Also habe ich immer lange überlegt, wo ich das Kreuzchen mache. Und jetzt kam die AfD. Das ist doch prima, habe ich mir gedacht. Ne? Wenn ich die wähle, muss ich keine Angst mehr haben vor Klimakatastrophe. Weil Klimawandel ist nicht, sagt die AfD. Können wir weiter Kohle verheizen, Auto fahren, ist doch gut. Und vor Atom muss ich auch keine Angst mehr haben, weil Atomstrom ist sauber und billig, sagt die AfD. Ja, die haben vor ja nicht Angst. Ne? Ja, stimmt ja auch nicht. Nee, die haben ja nur wieder Angst vor der Islamisierung, ne? Und Überfremdung und so Schwulitäten, nicht? Aber das wollen sie ja alle abschaffen, wegschaffen. Dann muss man davor auch keine Angst mehr haben. Aber es ist nun mal so, ich habe persönlich ja auch Ängste. Nicht? Also ich habe Angst, dass sie mir nach TTIP da outsourcen. Dass sie mir privatisieren. Und dann kann ich für einen Appel und ein Ei da die Scheiße wegmachen. Aber dazu habe ich bei der AfD nichts gefunden. Es ist wohl doch nicht die richtige Partei für eine Klofrau wie mir. Trotz der vielen braunen Scheiße, die sie so ablassen. Und Frau Rosa! Immer diese Fäkaliensprache. Und das ist jetzt wirklich Hetze. Die Farbe der AfD ist nicht braun, sondern blau. Ja, weil sie das Blaue vom Himmel versprechen, wa? Und die AfDler sind doch gar nicht rechts. Die sind einfach nur wütend. Wie das unser bekanntester, unbekannter Dichter schon ausgedrückt hat, mit seinen unsterblichen Worten: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so wütend bin. Lied eines bekannten, unbekannten Dichters von einem AfD-Wähler zu singen. Weiß nicht, was es bedeuten soll, dass ich so wütend bin. Ich finde die Freiheit doch ganz toll und liebe den Gewinn. Nur habe ich keine Millionen, die ich gewinnen kann. Im Land, wo die Reichen wohnen, bin ich der kleine Mann. Dort oben auf ihrem Throne spricht Mutti salbungsvoll, dass seh ich Europa lohne, das erfüllt mich mit wildem Groll.
Europa lohnt sich für Konzerne und nicht für dich und mich. Die zählen die goldenen Sterne, die Steuern zahlen sie nicht. Doch wäre ich gegen Konzerne, dann müsst ich ja links sein, oh je. Das wäre ich gar nicht gerne, mir tut jeder Fortschritt so weh. Ich wünsch mich zurück zu den Jahren der guten alten D-Mark, als Frauen noch Mütter waren und Männer wie Kruppstahl so stark. Die Ausländer blieben im Ausland und suchten uns nicht heim. Und keiner machte einen Aufstand und wollt islamistisch sein. Es gab keine Minarette und kein Muezzin-Geschrei. Wir lagen friedlich im Bett und fühlten uns sicher dabei. Die etablierten Parteien haben uns in die Irre geführt. Das kann ich ihnen niemals verzeihen, ich fühle mich angeschmiert. Ich wähle die Alternative, die keinem Konzern je wehtut. Denn um wirklich etwas zu verändern, da fehlt mir einfach der Mut. Das ist doch hier kein Kasperletheater! Rief der Wurmfortsatz von Frau Merkel. Entschuldigung, ein Wurmfortsatz kann ich ja nicht rufen. Nein, das war dieser, also Sie wissen schon, dieser, nicht der mit der dicken Lippe, der andere, dieser Kauder heißt er ja, Volker Kauder, der rief das mit dem Kasperle-Theater. Und zwar angesichts des Hickhacks in der Großen Koalition um die Flüchtlingspolitik. Aber hier irrt Herr Kauder. Es handelt sich nämlich um ein Kasperle-Theater, was uns da vorgespielt wird. Und was wir sehen, sind nur die Kasperle-Puppen. Die Puppenspieler stehen ja hinter den Kulissen. Ja, was soll das heißen? Frau Merkel ist die mächtigste Frau der Welt. Hallo? Die Frau ist Bundeskanzlerin. Was hat das mit Macht zu tun? Ja, glauben Sie wirklich, die Mächtigen würden sich wählen lassen? Wer hat denn die Porsches und Piechs gewählt? Oder die Quanz? Oder Friede Springer und Liz Mohn, die Herrscherinnen der mächtigen Medienkonzerne Bertelsmann und Springer? Ja doch, die wurden mal gewählt. Ja, einmal. Von ihren jeweiligen Ehemännern, die sie dann geerbt haben. Ganz demokratisch. Ja. Die haben Angela Merkel zur Kanzlerin gemacht. Und Sie können sie auch jederzeit wieder aus dem Spiel nehmen, wenn Sie das möchten. Zurzeit lassen Sie sie nur immer wieder verhauen vom Seppel aus Bayern. Und Sie lassen das braune Krokodil nach ihr schnappen. Ja, in diesem Spiel ist das Krokodil nicht wie im Kasperletheater grün, sondern wie es seiner Natur entspricht, braun. Und der Teufel kommt natürlich auch vor. Aber er hat keine Hörner und rot ist er auch nicht. Aber da der Teufel an allem schuld ist, kann es sich ja nur um Putin handeln. Aber hier geht es vor allem um das braune Krokodil. Denn dem braunen Krokodil hat man jahrzehntelang von einem Boot erzählt, das immer voll ist. Und dann wird das braune Krokodil ganz wütend und schnappt und ruft, Merkel muss weg! Aber wohin? Na, das interessiert das braune Krokodil nicht. Es hat sich auch nicht dafür interessiert, dass ihm der Gürtel immer enger geschnallt wurde seit Jahren. Und es ist auch gar nicht empört, dass die Reichen immer reicher werden und immer weniger Steuern zahlen. Denn die Reichen sind ja Deutsche. Aber wenn jetzt fremde Arme kommen, dann will das braune Krokodil lieber mit den reichen Deutschen in einem vollen Boot sitzen. Und es hat Angst, dass die Armen ihnen was wegnehmen, was ihnen die reichen Deutschen schon längst weggenommen haben.
Und dann will das braune Krokodil den Seppel aus Bayern zum König oder sonst jemanden, der sagt, wo es lang geht und der die Fremden wieder wegschafft und alles wieder so sein lässt wie früher, nur noch schöner. Denn das braune Krokodil glaubt jetzt zwar nicht mehr unbedingt der Lügenpresse, aber Märchen glaubt es immer noch gerne. Ja, das ist das Kasperle-Theater, das gerade gespielt wird, Herr Kauder. Und wenn es so aussieht, als ob die Kasperle-Figuren nur Blödsinn machen, sich gegenseitig hauen, dann liegt das wohl daran, dass die Puppenspieler auch nicht mehr so wissen, wie es weitergehen soll. Den Puppenspielern laufen nämlich gerade die Zuschauer weg. Die Zuschauer haben die Schnauze voll von dem Kasperle-Theater und machen lieber Straßentheater. Die einen gehen montags abends besorgt spazieren, die anderen gehen samstags einkaufen. Nein, nicht mehr alle. Nein, immer mehr Menschen bewegen sich samstags oder auch an anderen Tagen auf der Straße, um zu demonstrieren. Und hoffentlich auch wieder Hunderttausende am 17. September in mehreren deutschen Städten inzwischen. Die spielen ein anderes Spiel. Und wir spielen jetzt auch ein Spiel. Wir spielen das Spiel von der großen Koalition auf dem Bauernhof. Und dazu brauche ich etwas ländliche Atmosphäre. Genau, ich wollte gerade um ein kräftiges Mu bitten. Oder etwas leichtes Gegacker. Ja, der eine oder andere Hahn darf natürlich auch krähen. Schafe, Ziegen, Katzen, Hunde, Pferde, alles, was Sie wollen, Schweine natürlich auch. Und das bitte immer dann, wenn ich sage ländliche Atmosphäre. Ländliche Atmosphäre. Na, wo bleibt sie denn? Es war einmal ein Bauernhof. Nur wenn ich sage ländliche Atmosphäre, dazwischen sollten Sie verstehen, was ich singe, sonst wissen Sie nicht mehr den Einsatz. Ne? Also, es hat genügend Strophen, Sie werden genügend beschäftigt sein. Es war einmal ein Bauernhof mit Tieren viel und gar nicht doof. Die wollten eine eigene Führung und wählten sich eine Regierung. Ländliche Atmosphäre. Der Wahlkampf, der war heftig. Ochs und Schwein beschimpften sich kräftig. Der Ochs sprach zum Schwein, du Sau, das Schwein stahl dem Ochsen die Schau. Ländliche Atmosphäre. Doch keiner der Kandidaten, um die Stimmen baten, konnte die Mehrheit gewinnen, drum mussten sie sich besinnen. Ländliche Atmosphäre. Da sprach der Ochs zum Schweine, du kannst ja nicht alleine dies schöne Gehöft regieren, drum lass uns koalieren. Ländliche Atmosphäre. Da sprach zum Ochsen das Schwein, ja sicher, das wird fein. Regieren wir zusammen und ziehen dem Volk die Hosen stramm. Ländliche Atmosphäre. Und gleich erhöhen sie die Steuer auf Mehrwert, auf Milch und auf Eier. Die mussten die Tiere nun blechen und konnten sich nicht mal mehr rächen. Empörte ländliche Atmosphäre. Das gab ein Geblöke, Gemuhe, Geschnatter, Gedacker, Getue. Die Tiere schrien Wahlbetrug, wir haben vom Regieren genug. Empörte ländliche Atmosphäre. Den Bauern, den störte das Streiten, er wollte ja die Tiere ausbeuten, ohne dass sie Theater machten. Und er ließ Ochs und Schwein einfach schlachten. Bei Menschen ist nicht wie bei Tieren, die lassen sich leichter regieren, wenn sie auch die Lügner verachten.
sie lassen sie doch nicht gleich schlachten. Pause. Also die Frau Schahn, ja? Die Frau Schahn, die hat ja einen Sprung in der Schüssel. Wissen Sie, was die zu mir gesagt hat? Die hat gesagt, ich bringe Kinder um. Das ist ja wohl die Höhe. Ich liebe Kinder. Hab auch so einen Aufkleber am Auto. Ich bremse hoch für Kinder. Nee, ich meine so ein Herzchen, Heik, ne? Ein Herz für Kinder, Heik, ja. Ich bin auch nicht pervers. Ich bringe Kinder um. Nur weil ich Schokolade esse. Ja, Frau Rosa, ich habe auch nicht gesagt, dass Sie persönlich mit eigener Hand Kinder umbringen. Aber wenn Sie diese Schokolade essen, dann müssen Sie schon wissen, dass dafür bei der Kakaoernte in Westafrika jährlich zigtausende Kindersklaven verrecken. Ja, aber das ist doch Kinderschokolade. Da ist doch immer so ein süßes Kind drauf. Das ist doch gut für Kinder. Ja, mit den verreckten afrikanischen Blagen kann man ja auch schlecht werben. Würde vielleicht doch den einen oder anderen Käufer abschrecken. Obwohl, was so ein Schokoladenjunkie ist, der greift auch dann zu. Sieht man bei den Rauchern ja auch. Ne? Nichts kann sie abschrecken. Und es sind ja auch nicht nur die Schokoladen. Bei der Bananenernte werden die Kinder systematisch vergiftet, weil sie die Pestizide einatmen müssen. Und auf den billigen T-Shirts mit Pailletten sieht man ja auch nicht mehr die Blutspuren von den zerstochenen Fingerchen. Hm? Ja, aber da kann ich doch nichts für. Ich mache die Bedingungen nicht. Von mir aus können die Kinder ja gesund und munter leben. Ja, aber sie profitieren schon ein bisschen davon, ne? Über die billigen Preise, von denen die Handelsketten ja noch das meiste einstecken. Ich mache die Preise auch nicht. Und die teure Fairtrade-Schokolade, die kann ich mir nicht leisten mit meinen Klofrauen gehalten. Und wenn ich ja keine Schokolade mehr esse, ne, dann müssen die Kleinen auch krepieren, weil sie nicht mehr arbeiten können und verhungern. Ist doch auch nicht human. Nee, human ist das nicht. Humanität ist aber teuer. Ist uns Humanität teuer? Ja, wenn es um humanitäre Missionen geht, da ist uns nichts zu teuer. Aber Humanität, so ganz einfach, Menschlichkeit, nee, die passt nicht ins System. Ne? Nein, lieber lassen wir Sklaven für uns arbeiten. Ja, auch ich. 39 Sklaven haben für die Produkte gearbeitet, die ich so benutze. Kann jeder selber nachprüfen. Es gibt eine Website, slaveryfootprint.org. Da gibt man die Produkte an, die man so benutzt, und dann rechnen die einem aus, wie viele Sklaven dafür gearbeitet haben. Ja, ich habe auch gedacht, ich wäre ein aufgeklärter Mensch und die Sklaverei wäre seit Jahrhunderten vorbei. Aber falsch. Wir sind Teil eines Systems, das Sklavenarbeit produziert. Aber was schert uns das? Nach uns die Sintflut und vor uns der Genuss. Schunkelwalzer für intelligent designte Lebewesen. Sie dürfen gerne mitschunkeln. Wir verheizen den Weizen und der Raps wird zu Sprit. Lasst mit Nahrung uns geizen, das bringt mehr Profit. Wir verkaufen das Wasser und demnächst die Luft. Lassen Kernkraft erstrahlen, bis die Menschheit verpufft. Lassen Kernkraft erstrahlen, bis die Menschheit verpufft. Weil er hier die Opfer, wir sind neoliberal. Weil er hier die Erde ist uns ganz egal. Weil er hier die Opfer, wir sind neoliberal. Weil er hier die Menschheit ist uns ganz egal. Wir entleeren die Meere und jagen den Wal. Unser Lärm macht Delfinen das Leben zur Qual. Wir roden den Urwald und bauen Soja an, dass McDonald's die Klopse billiger verkaufen kann. Dass McDonald's die Klopse billiger verkaufen kann. Holla hier, die Opsa, wir sind neoliberal. Holla hier, die Erde ist uns ganz egal. Holla hier, die Opsa, wir sind neoliberal.
Liberat, weil er ja die Menschheit ist uns ganz egal. Lass das Nordpoleis schmelzen, darunter liegt Gold. Wir finden ein Plätzchen, wo die Flut uns nicht holt. Wir haben längst eine Arche für Reiche gebaut. Ist die Erde kaputt, wird der Mars dann versaut. Ist die Erde kaputt, wird der Mars dann versaut. Alla hia, die Opsa, wir sind neoliberal. Alla hia, die Zukunft ist uns ganz egal. Alla hia, die Opsa, wir sind neoliberal. Alla hia, die Zukunft ist uns ganz egal. Hey. Ja, Zukunft ist out. Zukunft ist sowas von gestern. Wir leben hier und jetzt und heute wie die Zeitgenossen von Urvater Noah. Ja, die haben sich auch gefragt, warum der Idiot da eine Arche baut. Hauptsache, wir gehören zu dem 1% der Menschheit, dem über die Hälfte allen Vermögens gehört. Ja, was denn? Sie gehören gar nicht dazu? Warum sitzen Sie dann noch hier? Warum sind Sie nicht zu Hause und bauen an Ihrer Arche? Meinen Sie, irgendjemand macht das für Sie? Es reicht nicht mehr, für 10 Tage Vorräte anzulegen, wie die Bundesregierung uns jetzt neuerdings empfiehlt. Die Menschheit hat ihre Vorräte für dieses Jahr seit dem 8. August verbraucht. Unsere Nachkommen werden arm dran sein. Naja, besser arm dran als Bein ab. Ne? Stellen Sie sich mal unsere Fußballer vor mit Arm und Bein. Na gut, arm dran sind die auch nicht gerade. Aber immerhin, die müssen schwer ackern für ihr Geld. Also die Million ist nicht leicht verdient, wenn man Mario Götze heißt. Wenn man Susanne Klatten heißt und Quanterbin ist, fällt sie einem in den Schoß. Oder dem jeweiligen Liebhaber, aber der muss wenigstens etwas dafür tun. Gut, andere tun auch nur wenig und bekommen viel, weil sie selbst entscheiden können, wie viel sie bekommen. Ja, unsere Abgeordneten zum Beispiel, nicht? Die kriegen ja das grundlose Selbstbedienungseinkommen. Wie bitte? Die Abgeordneten kriegen das bedingungslose Grundeinkommen? Ich denke, die sind dagegen und es wäre ja auch viel zu wenig. Nee, das grundlose Selbstbedienungseinkommen kriegen die. Ja, die können doch selbst entscheiden, wie viel sie kriegen für nichts. Also nicht, dass sie faul wären. Nee, das ist nicht. Also die müssen ja stundenlang immer sitzen. Ne? Wenn sie nicht im Plenarsaal sitzen, dann sitzen sie in einem Ausschuss und produzieren, wie der Name schon sagt, Ausschuss. Oder sie müssen mit den Lobbyisten essen gehen. Oder sie müssen ihren Wählern verklickern, dass sie wieder wählen und da auf jeder Hochzeit tanzen. Das ist schon anstrengend. Dafür werden sie auch gut bezahlt. Aber für die meisten ist das ja nur ein Taschengeld. Ja? Da gibt es ja richtige Millionäre drunter, ja? Der eine, der am meisten noch nebenher so verdient, das ist ein richtiger Graf in der Landwirtschaft. Da kann der Steinbrück nur neidisch kicken. Nur ein Zehntel kriegt der. Ja. Jetzt weiß ich doch nicht mehr weiter, Frau Sahn, helfen Sie mir doch mal. Was wollte ich denn noch sagen? Ah ja, das grundlose Selbstbedienungseinkommen, ja? Wenn die Abgeordneten jetzt auch noch dafür sorgen, dass sie ja nichts mehr zu sagen haben, weil sie CETA und TTIP auch noch verabschieden, ja? Dann kriegen sie wirklich ein völlig grundloses Selbstbedienungseinkommen. Ja, das scheint mir allerdings auch so. Aber wenn Sie sagen, das grundlose Selbstbedienungseinkommen, dann gilt das ja nicht nur für Abgeordnete. Es gibt ja auch noch andere. Aufsichtsräte, Manager, Vorstandsmitglieder, Aktionäre. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist keine neue Erfindung. Das gibt es schon lange, aber nicht für Arme, nur für Reiche. Bei denen ist dann das böse Wort vom Sozialschmarotzer durchaus sinnvoll. Ich bin ein Sozialschmarotzer.
Rotzer, ein richtiger Parasit. Ich bin ein Sozialschmarotzer und was ich bekomme, nennt man Profit. Ich bin ein Sozialschmarotzer, ich mach euch das Leben schwer. Ich bin ein Sozialschmarotzer, denn ich bin arm. Aktionen. Ich lasse euch schuften für meinen Gewinn. Ich nehme, was ich kriegen kann und trag's jetzt außerhin. Und kann ich nicht mehr kriegen die Gewinne, die ich will, dann dürft ihr alle fliegen. Ich leg die Klitsche still. Ich bin ein Sozialschmarotzer, ein richtiger Parasit. Ich bin ein Sozialschmarotzer. Und was ich bekomme, nennt man Profit. Ich bin ein Sozialschmarotzer. Ich mach euch das Leben schwer. Ich bin ein Sozialschmarotzer. Denn ich bin Aktionär. Ich werde nicht versteuert. Ich kenne alle Tricks. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich zahle nix. Ich hab ein schönes Hobby. Das ist Politik, bin immer in der Lobby, alles tanzt nach meiner Musik. Ich bin ein Sozialschmarotzer, ein richtiger Parasit. Ich bin ein Sozialschmarotzer und was ich bekomme, nennt man Profit. Ich bin ein Sozialschmarotzer, ich mach euch das Leben schwer. Ich bin ein Sozialschmarotzer, denn ich bin arm. Nur eine Angst gibt's, die mich quält, Albträume, die mich bedrohen, dass dieser Zustand nicht lang hält und dann gibt's Revolution. Die Frau Sahn. Sehen Sie hier irgendeine Revolution? Also ich nicht, nein. Also ich glaube, wir schicken die Frau Sahn mal kurz von der Bühne, ja? Und dann unterhalten wir uns mal über richtig wichtige Sachen, nicht immer nur Politik. Oder? So Sachen aus dem Leben. Nachbarn zum Beispiel. Nicht den Boateng und auch nicht den Gauland, der den nicht zum Nachbarn haben will, warum auch immer. Die beiden, die leben ja in irgendeiner Villa, ne? Das ist kein Nachbar für unser einen. Also ich wohne in Friedrichshain, ja? Schön nah zum Reichstag, ne? Ist auch eine schöne Wohnung. Ja gut, ist Hinterhof, kriege ich nicht viel Licht, aber das bin ich ja gewöhnt von meinem Arbeitsplatz, ne? Lichtscheue Gesindel, nenne ich mir. Aber günstig ist die Wohnung. Noch. Nur die Nachbarn. Hey! Nicht die Türken. Auf meine türkischen Nachbarn, da lasse ich nichts kommen. Das sind angenehme Nachbarn. Na, die tragen zu Hause immer Pantoffeln, die hörst du nicht. Und sehen tust du sie auch nicht, weil die arbeiten ja den ganzen Tag in ihrem Gemüseladen oder in ihrer Dönerbude. Nee, die Nachbarn, die ich meine, das sind Deutsche. Jedenfalls hört es sich so an, wenn sie rumbrüllen. Und die brüllen nur. Den ganzen Tag und die Nacht durch wird da gebrüllt. Und wenn die den Treppenhaus rufkommen, ja, das hört sich an wie eine Panzerarmee. Ihren Müll schmeißen sie aus dem Fenster und ich will ja nicht wissen, wie das in ihrer Wohnung jetzt aussieht. Sauber. Wissen Sie, was mein Nachbar immer sagt? Also ein anderer Nachbar, ja. Der sagt immer, Frau Rosa, sagt er, das sind Mietnomaden. Ja, Mietnomaden. Also ich habe ja gedacht, die gibt es gar nicht. Die haben sich die Vermieter nur ausgedacht, um ihre Gesetze durchzukriegen. Nicht? Aber die gibt's, Mietnomaden. Aber wissen Sie, was ich denke? Also ich kann das nicht beweisen. Aber ich denke so für mich hin, die hat der Vermieter da absichtlich reingesetzt. Um uns andere da rauszukriegen. Dann kann er endlich sanieren und teuer verkaufen. Ja? Also wenn Sie mir das nächste Mal sehen, bin ich vielleicht auch Nomade. Muss ich raus aus der Wohnung. Und finden Sie mal eine billige Wohnung jetzt in Berlin, ja? Ich will ja nicht raus nach Hellersdorf oder so. Da bin ich ja den ganzen Tag am Nomadisieren zu meinem Arbeitsplatz.
Ja, das wissen Sie, ich habe von Nomaden wirklich die Schnauze voll. Nomaden sind an allem schuld. Jawohl. Können die Menschen nicht einfach da bleiben, wo sie geboren sind und Schluss ist, würde die Welt viel friedlicher aussehen. Ja, was wäre uns erspart geblieben, wenn wir in der DDR nicht immer hätten ausreisen wollen? Na gut, ich wäre auch gerne mal nach Mallorca gefahren oder so. Aber jetzt, wo ich es könnte, kann ich es ja wieder nicht. Ich muss ja Miete zahlen. Ich habe kein Geld für sowas. Aber alle wollen sie irgendwo weg von da, wo sie sind. Ja? Alle nomadisiert rum. Auch die Flüchtlinge sind ja auch Nomaden. Ja, ich weiß, wir Germanen, wir waren auch mal Nomaden. Wir sind auch mal da eingewandert. Aber das ist schon sehr lange her. Jetzt wollen wir da bleiben, wo wir sind. Nur die Flüchtlinge, die wollen einfach weg von da, wo sie sind und fragen ja nicht nach den Kosten. Ja, auch die ja nicht bis zu uns kommen, die kosten ja unser Geld. Ich sage nur Frontex, sage ich. Ne? Eine Mauer durchs Mittelmeer. Ja, überhaupt, ne? Von wem? Niemand denkt daran, eine Mauer zu errichten. Alle bauen sie Mauern. Und Bayern will jetzt noch eine extra Mauer um sich rum haben. Chinesische Mauern überall. Und ich denke mir so, wenn jetzt die Chinesen auf die Idee kommen, darauf das Patent zu nehmen, was das denn wieder kostet? Naja, die Chinesen haben es nicht so mit den Patenten. Aber alles kostet unser Geld. Nicht die Heimatlosen, die Arbeitslosen, die Wohnungslosen, die gewissenlosen Konzernnomaden, die überall hinziehen, wo es gerade am billigsten ist, und die Steuernomaden. Wissen Sie, was die uns kosten? 100 Milliarden Euro jährlich kosten die Steuernomaden. Da kannst du jeden Flüchtling 10-mal von aufnehmen. Aber da ruft ja keiner Untergang mit Abendglanz. Nee, nur die Flüchtlinge, die kriegen Tritt in den Arsch. Von unserem Innenminister der Misere persönlich. Der ist auch mal eingewandert bei dem Namen. Ja gut, ist auch lange her. Ja. Aber Nerven hat der Mann. Ja. Sagt der doch, die in Afghanistan sollen gefälligst da bleiben. Wir haben genug geholfen. Also, das ist so, wenn es irgendwo brennt und die Feuerwehr kommt, ja, dann dürfen die Bewohner nicht mehr aus dem Haus, weil die Feuerwehr ist ja schon da und hilft. Die haben Nerven, unsere Politiker. Und jetzt sagen die ja auch nicht mehr, wir schaffen das. Jetzt sagen sie den Satz vollständig. Wir schaffen das Asylrecht ab. Und dazu fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich bin ja auch schon wieder bei der Politik hier gelandet. Nee, dann soll die Frau Zahn mal lieber ein Lied von singen. In immer mehr Ländern herrscht nackte Gewalt, erbitterte Kämpfe toben. Bürgerkriege in vieler Gestalt, doch nicht die da unten gegen die da oben. Doch wir wissen, unser Feind sind die Profiteure, was sie sagen, glaubt es nie. Wir brauchen und darauf ist Verlass, Solidarität, nicht Hass. Die Herren der Welt brauchen Krieg und Not, weil sie davon profitieren. Sie schlagen als erstes die Wahrheit tot, um uns dann leichter zu verführen. Doch wir wissen, unser Feind sind die Profiteure, was sie sagen, glaubt es nie. Wir brauchen und darauf ist Verlass, Solidarität, nicht Hass. Halten unsere Ängste auf Trab vor Ausländern, Juden, Muslimen. So lenken sie unsere Wut von sich ab, denn Spalten ist eine ihrer Maximen. Doch wir wissen, unser Feind sind die Profiteure, was sie sagen, glaubt es nie. Wir brauchen und darauf ist Verlass, Solidarität, nicht Hass. Unser Gegner ist nicht ein anderes Volk, wie die Herren uns weismachen wollen. Sie hoffen auf ihre Hetze Erfolg, damit wir nicht aufmucken sollen. Doch wir wissen, unser Feind sind die Profiteure, was sie sagen,
brauchen und darauf ist Verlass. Solidarität, nicht Hass. Solidarität, nicht Hass. Und nun werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Ja, ich kann Zukunft vorhersagen. Ja, Wettervorhersage kann ja jeder Frosch. Aber ich sage Ihnen die Nachrichten vorher. So wird es in 10 Jahren aus Ihrem super, super Flachbildschirm in super, super Dolby Surround ertönen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Klone. Heute ist der 26. August 2026 und Sie hören die Nachrichten auf Posat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Kabelsalat. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Quasselblöder Prämienfilz. Berlin. Bundeskanzler Günther Jauch stellte das neue Wahlgesetz der virtuellen Bundesrepublik vor. In Zukunft wird den Bürgern der mühsame Gang zur Wahlurne erspart. Gewählt wird per TET direkt nach Anne Will Günther Jauch. Bundesfinanzstyling-Minister Udo Walz stellte den entzückend neu frisierten Haushaltsentwurf dar. Im Glamour-Look mit nach hinten geföhnten Schulden, einer exquisiten Schieflage und kleinen roten Löckchen unter dem Strich. Sämtliche Haushaltsetats, außer dem des Verteidigungsministers, werden gekürzt, denn die Bundesregierung braucht Reserven für die Entschädigungsklagen der Konzerne seit TTIP und CETA. Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeitslosenschikane schafft die Arbeitslosenstatistik ab. In Zukunft wird nur noch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten genannt. Das ist leichter zu überblicken und dann sinkt wenigstens etwas. Berlin, Kabul. Bundesentwicklungshilfeminister Johannes Kerner lehnt weitere Entwicklungshilfe für Afghanistan ab. Es gäbe dort keine Zivilbevölkerung mehr, die davon profitieren könnte. Vom Kleinkind bis zur Greisin sind alles Taliban. Und nun Meldungen aus dem Ausland. Oslo. Den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält der Ministerpräsident auf Lebenszeit der Türkei, Recep Tayyip Erdogan der Mose. Herr Erdogan erhält diesen Preis für seinen Beitrag zur Befriedung des Nahen Ostens. Speziell die ehemals kurdischen Gebiete der Türkei gleichen jetzt einem Friedhof. Friedlicher geht es nicht mehr. Japan. Der Energiekonzern TEPCO erklärt, dass Gerüchte, wonach die Brennstäbe des havarierten Kernkraftwerks Fukushima sich langsam in die Erde fräßen und auf der anderen Seite der Kugel wieder austreten, jeder Grundlage entbehrten und reine Panikmache seien. Im Gegenteil weist der Konzern darauf hin, dass die ungeheure Artenvielfalt im Meer vor Fukushima sich jetzt zum Segen für die Region entwickle. Die ehemaligen Fischer fahren jetzt Touristen aufs Meer, die die mehräugigen Fische mit Armen und Beinen bewundern. Dallas, Texas. Nachdem in den US-amerikanischen Schulen im Biologieunterricht statt der Evolutionstheorie die Schöpfungslehre der Bibel unterrichtet wird, wird nun in texanischen Schulen im Geografieunterricht gelehrt, die Erde ist eine Scheibe. Nun zum Wetter von gestern. Auf Mallorca fiel der Sommer mal wieder ins Wasser. Dafür sind die Wanderdünen der Mecklenburgischen Wüstenplatte auf dem Vormarsch. Umweltministerin Sandra Maischberger erwägt die Einführung von Kamelen nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Opposition hält dies für überflüssig. Noch eine Eilmeldung erreicht uns eben. Der seit einem Jahr bestehende Verkehrsstau zwischen Flensburg und Konstanz hat sich aufgelöst. Da die dort gebundenen Kräfte nun wieder mobil sind, erwägt Verkehrsministerin Anne Will, einen neuen Stau einzuführen, diesmal aber von Aachen bis Cottbus, um das West-Ost-Gefälle auszugleichen. Und nun eine letzte Meldung. Karlsruhe. Das Bundesverfassungsrestegericht beschloss soeben, die Bannmeile um den Bundestag auf
700 Kilometer auszudehnen. Damit sind Demonstrationen im gesamten Bundesgebiet untersagt. In Notstandszeiten herrscht Kriegsrecht. Gute Nacht. Wow. Es herrscht Krieg im Land, Krieg zwischen oben und unten. Es herrscht Krieg im Land, überall brennen die Lunten. Es herrscht Krieg im Land, Krieg zwischen Armen und Reichen. Es herrscht Krieg im Land, Kapital geht über Leichen. Krieg mit Waffen und Gesetzen. Krieg, wer kann sich ihm widersetzen? Das prächtige Schiff fährt grad mit Volldampf auf ein großes Riff. Alles an Bord läuft ganz nach Plan. Wir hätten die Maschinen an. Lasst uns Sand sein, Sand, nicht Öl in diesem Getriebe. Lasst uns Sand sein, knirschende Wut und bewahrende Liebe. Lasst uns Sand sein, Sand, nicht Öl in diesem Getriebe. Lasst uns Sand sein, knirschende Wut und bewahrende Liebe. Lasst uns Sand sein. Lasst uns Sand sein. Lasst uns sanft sein. Nun zum Wetterbericht. Der Bericht zum inneren Klima wird Ihnen wie immer präsentiert von der IVUG, Ihr Verlust, unser Gewinn, Ihre freundlichen Anlagebetrüger. Die Wetterlage. In den östlichen Bundesländern sowie in Bayern herrscht eisige Kälte für Ausländer. Obwohl gerade das bayerische wie auch das sächsische Biotop besonders geeignet scheint für dunklen Männer aller Art, kann es für Menschen mit dunkler Hautfarbe dort sehr ungemütlich werden. Es ist mit Niederschlägen zu rechnen. Verbreitet nimmt antisemitischer Ausschlag zu, verbunden mit Brandgefahr. Zu Verwüstungen kann es täglich auf jüdischen Friedhöfen kommen. Anschlagsgefährdet sind auch türkische Wohn- und Geschäftshäuser sowie Flüchtlingswohnheime. Besonders gefährdet sind Obdachlose und Behinderte beim Zusammentreffen mit Jugendlichen unter 25 und einem Alkoholpegel über 2,5 Promille. Die Aussichten. Bei zunehmender sozialer Kälte kann es zu heißen Zusammenstößen kommen. Ziehen Sie sich warm an und gehen Sie massenhaft auf die Straße. Und sollte es Ihnen in unserem schönen Land zu ungemütlich werden, habe ich noch einen heißen Tipp für Sie. Mit der Bundeswehr in alle Klimazonen der Erde. Oder wie unsere amerikanischen Freunde sagen, join the army, see the world. Und immer ein fröhliches Lied auf den Lippen. Denn wie heißt es doch so schön, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Und darum geht es uns schließlich, um Niederlassungen. Hier also mein Vorschlag für Ursula von der Leyen.
für ein neues Lied für unsere Jungs und Junginnen in der ganzen Welt. Wenn die bunten Fahnen wehren, zieht die Eingreiftruppe aus. Wir wollen ferne Länder sehen, bleiben nicht mehr brav zu Haus. Ölfelder winken, leuchten von Ferne her, Länder versinken im Bombenmeer. Hoch aus dem Awachs schauen wir nach dem Bösen aus. Lasst uns die Taliban verhauen, denn sie sind uns ein Graus. Gegen die bösen Mächte lasst uns zu Felde ziehen. Lasst aller Völkerrechte im Bombenhagel verblühen. Lasst aller Völkerrechte im Bombenhagel verglühen. Jetzt ziehen wir nach Kurdistan, das hat ja schon Karl May getan, ins wilde Kurdistan. Da bringen wir jetzt Waffen hin, das macht für unsere Wirtschaft Sinn, das bringt ihr wieder Hochgewinn. Die Waffen, die Waffen, die Waffen, die Waffen, die Waffen, die Frieden schaffen. Die Panzer der IS-Armee, die lieferte Kraus Maffei den Saudis. Und weil da so viel Waffen sind, drum liefern wir noch mehr, mein Kind. Drum liefern wir noch mehr, mein Kind, an Waffen. An Waffen, an Waffen, an Waffen, an Waffen, die Frieden schaffen. Summ, 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 Drohne summ herum. Flieg nur aus in Feld und Heide, tust ja keinem was zu leide. Bum, 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 Terrorist fällt um. Wir liegen vor Madagaskar und bekämpfen die Piraterie. Für die Freiheit vom großen Zaster, gegen eingeborenen Anarchie. Ahoi, Imperialismus! Ahoi, ahoi! Leb wohl, Völkerrecht! Leb wohl, ja, wenn ein US-Präsident ein neues Land überfällt, dann sind alle anderen so still. Ja, so still, weil dann jeder von satten Profiten träumt und sein kleines Stück vom großen Kuchen will. Lasst uns in den Kongo flitzen, deutsche Interessen schützen, Diamanten, Kobalt, Gold, alles gibt's dort, was ihr wollt. Tulla, tulla, tullala, deutsches Heer in Afrika, befreit die Neger von der Qual, schützt das deutsche Kapital. Wir schicken unsere Schiffe in den Libanon, das ist toll, das ist toll. Wir erfüllen dort eine robuste Mission, was immer das heißen soll. Schießt, Jungen, schießt, dass das Blut in Strömen fließt. Um Araber ist nicht schade, recht hat immer Israel, denn es geht um unser Öl. Heute bomben wir Gaddafi weg und morgen den Assad. Mugabe muss noch in den Dreck und Putin haben wir satt. Wer Schurke und Diktator ist, bestimmen wir alleine. Und wer uns nicht die Füße küsst, dem machen wir halt Beine. Lasst uns nach Afghanistan ziehen, Fallera. Dorthin, wo die Mohnfelder blühen, Fallera. Wir sind dorthin gegangen, Bin Laden einzufangen, denn der steckt bestimmt hinter einem Busch. Wir sind dorthin gegangen, Bin Laden einzufangen, denn der steckt bestimmt hinter einem Busch. Buschvater oder Buschsohn, also das ist jetzt egal. Weltherrschaft und Recht auf Reibach für das deutsche Kapital.
besser als die blöden Amis sind wir Deutschen allemal. Weltherrschaft und Recht auf Reibach, auch im Namen unseres Landes. Glühen Glanz des Bombenhagels, glüh im Scheine des Weltenbrands. Glüh im Glanz des Bombenhagels, glüh im Scheine des Weltenbrands. Ja, es ist mir ja wirklich peinlich, aber während ich hier zu Ihnen spreche, werden auf der ganzen Welt etwa 4 Menschen durch deutsche Waffen umgebracht. Na, dann hören Sie doch endlich auf zu quasseln, Frau Sahn. Ne? Ja, wenn die davon lebendig werden würden. Aber es ist ja gerade umgekehrt, solange Heckler und Koch, Krauss, Maffei, Daimler und die Deutsche Bank ihre Rüstungsgeschäfte machen können, geht das Sterben weiter. Und solange auf der ganzen Welt junge Männer, die keine Zukunft mehr für sich sehen, bewaffnet, ausgebildet und eingesetzt werden gegen missliebige Regierungen. So wie es in Afghanistan der Fall war, als es gegen die Russen ging, in Jugoslawien, als es gegen die Serben ging. In Stalin. Ja, ist schon ein bisschen länger her, aber passt nicht. Waren auch junge Männer bewaffnet worden, ja, natürlich. Ist immer so, aber die nannten sich dann Wehrmacht. Es geht ja heutzutage vor allen Dingen um diese wunderbaren Terrorbanden, nicht, die alles destabilisieren. Ja, so wie es im Sudan ging, als es gegen den Nordsudan für den Südsudan ging, oder in Somalia, als es, ich weiß nicht mehr gegen wen ging. Das sind alles wunderbare Beispiele für geglückte Regime Changes. Und, Moment, da kommt noch. Und gescheiterte Staaten. So wie jetzt im Irak oder in Syrien. Aber die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika durch ihren Präsidenten haben ja den Friedensnobelpreis bekommen. Den Orwellschen Friedensnobelpreis. Wow. George Orwell hat ja bekanntlich die Umwertung der Werte vorhergesagt. Krieg ist Frieden, Lüge ist Wahrheit und Unwissenheit ist Stärke. Wie stark muss das norwegische Nobelpreiskomitee gewesen sein? Herr Stark ist ja auch unser Bundespräsident. Er hält Leute für glücksüchtig, die ihr Leben nicht riskieren wollen für die Unsicherheit am Hindukusch. Ja, Deutschland ist wieder wer. Deutschland ist wieder aktive Gestaltungsmacht, schreibt die Bundesregierung in ihrem Weißbuch. Aktiv heißt hier militärisch aktiv. Ja, vom Klassenstreber zum hyperaktiven Rüpel. Da hilft kein Ritalin. Hieß es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie wieder Krieg? Und gab es bei der Aufrüstung der Bundeswehr die Bewegung ohne uns? So wurden diese beiden Losungen nun zusammengefasst in die Losung nie wieder Krieg ohne uns. Nur wird er nicht so genannt. Nein, man nennt ihn humanitäre Mission. Ja gut, Mission war schon immer etwas ziemlich Gewalttätiges, aber die ganze Humanität besteht heutzutage nur noch aus Waffengebrauch. Früher, da nannte man Kriege noch Kriege und alle wollten für Frieden sein. Heute sagt man humanitäre Mission und wir alle stimmen fröhlich darin ein. Humanitäre, wir sind wieder wer, nur noch mit Gewehr. Humanitäre, wir sind wieder wer, auch mit der Bundeswehr.
früher, da gab es schmutzige Kriege und einen bösen, bösen Feind. Heute ist alles blitzeblank sauber und wir sind in Humanität vereint. Humani, Humanität, wir sind wieder wer, nur noch mit Gewehr. Humani, Humanität, wir sind wieder wer, auch mit der Bundeswehr. Früher, da mordeten die Soldaten und dann starben dafür den Heldentod. Heute, da schickt man Drohnen und Bomben, die bringen Zivilisten den Tod. Humani, Humanität, wir sind wieder wer, nur noch mit Gewehr. Humani, Humanität, wir sind wieder wer, auch mit der Bundeswehr. Da sollte mal die Hand abfallen, jedem, der wieder ein Gewehr benutzt. Heute macht die Wirtschaft Mörder aus uns allen und der Handel wird als Waffe genutzt. Humani, Humanität, wir sind wieder mehr, nur noch mit Gewehr. Humani, Humanität, nur mit der Bundeswehr. Who is who? Ein Gespenst geht um in Europa. Auf Zehenspitzen. TTIP. Transatlantic Trade and Investment Partnership. Oder auch TAFTA. Transatlantic Free Trade Agreement. Agreement. Partnership. Wie schön. Das ist ein wahres Wunderwerk. Es macht sogar Politiker zu Dichtern. So poetete unser Bundespräsident auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In der Handelspolitik reimt sich Freihandel auf Frieden und Warenaustausch auf Wohlstand. Und so schlecht wie dieser Reim ist das ganze TTIP. Tja, freier Handel haben wir denn etwa nicht? Können europäische und US-amerikanische Konzerne nicht frei handeln? Das wäre ja Zwangshandel, eine Zwangshandlung. Das muss sofort geändert werden. Oder wie Frau Merkel es sagt, nichts wünschen wir uns mehr als ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und morgen bringt es der Weihnachtsmann. Und weil Geschenke erst schön sind, wenn sie überraschend kommen, dürfen wir auch gar nicht wissen, was da verhandelt wird hinter verschlossenen Türen zwischen Lobbyisten und Bürokraten. Ja, Abgeordnete stören da nur. Wir dürfen das nicht wissen, damit es überraschend kommt und damit wir uns dann richtig freuen, wenn wir endlich frei handeln können. Ja, Quatsch. Natürlich kann auch jetzt frei gehandelt werden, wir leben ja nicht im Mittelalter. Aber eben im Rahmen der Gesetze. Und das ist der springende Punkt. Die Gesetze stören. Die Konzerne. Ja, während Organisationen wie die Mafia zum Beispiel sehr gut mit Gesetzen existieren können, ja zum Teil nur dank mancher Gesetze existieren können, ich denke da an die Illegalisierung des Rauschgifts, da stören die Gesetze die Konzerne beim Gewinnmachen. Ja, was soll denn das heißen? In Europa ist genmanipuliertes Saatgut nicht erlaubt, da kann Monsanto doch gar keine Gewinne machen. Was soll das heißen? Die Europäer wollen keine Chlorhühnchen. Chlor desinfiziert. Und wenn man die Kadaver desinfiziert, muss man sich um die Hygiene bei den lebenden Viechern nicht mehr kümmern. Ist doch viel freier. Und was soll das heißen? In Europa müssten die Konzerne nachweisen, dass ihre Produkte unschädlich sind. Das ist doch Terror, ist das.
In den USA muss dagegen der Staat nachweisen, dass ein bestimmtes Produkt einen bestimmten Schaden hervorgerufen hat, bevor es verboten werden kann. Das ist viel, viel freier. Und dann diese Wettbewerbsverzerrungen durch Arbeitsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze. Ja, da kann Amazon sein Geschäftsmodell doch gar nicht voll ausleben. Also in Zukunft wird Amazon oder auch McDonald's die Bundesregierung verklagen können, falls die Gewerkschaften es schaffen sollten, die Arbeitsbedingungen zu verbessern oder die Löhne zu erhöhen. Und zwar verklagen nicht etwa vor einem deutschen oder internationalen Gerichtshof. Nein, das ist doch viel zu langwierig. Und wir wissen doch, auf hoher See und im Gericht, ne, sind wir alle in Gottes Hand, da weiß man nie, wie es ausgeht. Nein, da müssen privat organisierte Rechtsschutzverbände her. ISDS, Investor State Dispute Settlement. Das geht ganz schnell. Das ist was ganz Tolles und vor allen Dingen, wenn man das D austauscht gegen I, bekommt man ISIS. Also welche Organisation jetzt terroristischer ist, kann jeder selbst entscheiden, aber die Terroristen von ISDS verdienen jedenfalls mehr. $3,000 Stundenlohn bekommt einer der Anwälte, die dann abwechselnd Richter, Kläger oder Verteidiger spielen dürfen, hinter verschlossenen Türen und ohne Widerspruchsrecht. Ja, und wenn Sie jetzt glauben, sowas gibt's doch gar nicht, dann muss ich Sie enttäuschen, das gibt's schon. Es gibt ja schon existierende Freihandelsabkommen. Und da sind zurzeit 568 Verfahren anhängig vor ISDS. Vattenfall zum Beispiel verklagt die Bundesregierung gerade auf 4,7 Milliarden Dollar Schadenersatz für die Stilllegung von Krümmel und Brockdorf nach der Havarie von Fukushima. Inzwischen hat die Bundesregierung übrigens schon 8 Millionen Dollar ausgegeben für dieses Verfahren. Und wie kommt dann der Gutachter von Herrn Gabriel dazu, ISDS als völlig harmlos zu bezeichnen? Das ist ganz einfach, der Gutachter von Herrn Gabriel arbeitet selbst für eine Anwaltskanzlei, die ISDS zertifiziert ist. Und dann diese Subventionen. Das ist doch schrecklich für die Konzerne. Ja, Filmförderung zum Beispiel. Ja gut, das ist jetzt kein sehr wirksames Beispiel, aber die Hollywood-Produzenten bekommen das nicht. Werden sie aber kriegen. Nach TTIP und CETA. Gleiches Recht für alle. Und öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ne? Ist doch der reinste Terror gegen private Medienanstalten. Die können doch dann ihre Inhalte gar nicht mehr frei verbreiten. Naja, um Inhalte. Inhalte geht es natürlich überhaupt nicht. Nein, es geht nur um die Freiheit zu verdienen. Jedes Volk hat die Freiheit, die es sich verdient. Es kann sich von Chemiekonzernen vergiften, und von Medienkonzernen ins Hirn scheißen lassen, so viel es will. TTIP oder TAFTA oder UFTA, hier kommt uns die Freiheit abhanden. Sie wollen die ganze Erde ganz, die Konzernherren wollen alles ausbeuten. Sie tanzen ums goldene Kalb, den Tanz zertreten, das Leben den Leuten. Monsanto und Bayer, Glencore und Shell und wie sie noch alle heißen. Sie ziehen uns über die Ohren das Fell, um uns dann gründlich zu bescheißen. Ihnen reichen die Bodenschätze nicht, das Wasser, die Luft wollen sie haben. Auf Pflanzen, auf Tiere gar sind sie erpicht, auf den Menschen mit seinen Gaben. Soll mehr gelten außer ihrem Profit, nicht Gesundheit und Lebensrechte. Sie treiben die Menschheit in den Suizid und machen aus uns ihre Knechte. Wenn sie verbreiten ihr tödliches Gift im Wasser, im Boden, der Luft, in der Schrift, in ihren Medien, in ihren Gesetzen, dann steht mit uns auf, wir lassen's nicht zu. Wir werden uns widersetzen. Wir werden uns widersetzen.
widersetzen. Auf Wiedersehen am 17. spätestens. War mindestens so gut wie die erste. Um beim Fußball zu bleiben, kann man auch, es geht den Fußballspielern ja auch so, die werden direkt, obwohl sie noch gar keine Luft haben, ja, zum Interview gebeten. Und jetzt mal die Frage, wie wichtig war für den heutigen Erfolg eigentlich das Publikum hier im Korbcafé? Ja, ganz wichtig. Also vor leeren Bänken kann ich zu Hause proben. Also, ehrlich gesagt, sie konnten ja nichts anderes sein. Kabarett ohne Publikum ist natürlich völlig sinnlos, auch wenn ich Sie ganz zu Anfang beschimpft habe. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt meine Meinung ist. Aber ich sehe schon, da kommt mein Leib und Magen. Das ist gar kein Interview, das ist ein Werbeblock. Ne? Wir machen jetzt gerade einen Werbeblock für das Koop-Café, Antikriegscafé. Wir machen das einen Werbeblock für die Demo am 8. Oktober. Jemals 8. Oktober. 8. Oktober. Ja. Ganz herzlichen Dank. Da war ich schon gar nicht mehr weg. 8. Oktober. Großartig. Ja, danke. Vielen Dank.